So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 16 Karriere. Und ihr seht schon im Hintergrund, heute also mit der Partie gegen den FC Bayern München. Der 17. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Es geht um die Herbstmeisterschaft und wir heute gegen eine Mannschaft, gegen die wir bislang immer ganz gut ausgesehen haben. Die Bayern, so ein bisschen, ich will nicht sagen unser Lieblingsgegner, um Gottes Willen, aber dafür, dass man doch eigentlich unterlegen sein müsste, haben wir uns da bislang immer sehr gut geschlagen. Und ihr seht im Hintergrund, darum geht's, Freunde. Die Bayern, 37 Punkte, wir mit aktuell 36. Wir brauchen einen Sieg, wenn, und das ist nämlich der Nebensatz, der wichtig ist, wenn wir Herbstmeister werden wollen. Natürlich auch bei einer Niederlage in der unfassbar starken Hinrunde, die wir gespielt haben. Aber um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, Jungs, heute 3 Punkte gegen die Bayern. Und wir hätten den ersten, ja, inoffiziellen Titel zumindest in der Fußball-Bundesliga nach dem DFB-Pokalsieg im letzten Jahr gegen Augsburg im Finale. Von dem her bin ich sehr gespannt. Es wird ein unfassbar geiles Match. Und bevor wir gleich reinstarten, ne, habe ich mir nochmal, ich habe es im letzten Part versprochen, beziehungsweise aus eurer Sicht dann im vorletzten Part, habe ich mir nochmal die ganzen Kommentare angeschaut und geguckt, ob da nochmal was dazugekommen ist. Es ist ein bisschen was dazugekommen und das habe ich euch jetzt mal hier drin präsentiert. Kleine Info auch nochmal vorneweg, auf den letzten Part im DFB-Pokal gegen Mainz kann ich, beziehungsweise konnte ich leider Gottes noch nicht eingehen. Liegt einfach daran, wie gesagt, ich habe es angesprochen, ich bin so ein klein wenig am Vorproduzieren. Es wird auch heute und morgen wahrscheinlich eher nicht, also keine 2 Videos kommen, sondern wahrscheinlich nur 1, beziehungsweise 3 an beiden Tagen, weil ich es anders leider nicht ganz schaff. Nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Bobby Wood, den habe ich mal hinzugefügt. Der war ganz interessant. Habt ihr gemeint, soll ich mal gucken. Ist zwar jetzt ein Stürmer, wo wir, glaube ich, eher eh schon ganz gut aufgestellt sind. Das war auf jeden Fall einer. Dann Demirbay wurde sich noch gewünscht. Habe ich auch mal mit reingestellt als ZDM. Also jetzt mal, wie gesagt, völlig positionsunabhängig sozusagen. Einfach mal die Namen, die so noch häufig aufgetaucht sind, habe ich da mal noch mit hinzugefügt. Und ich glaube, das war's dann schon, was so die größten Namen bzw. das angeht, was ihr euch am meisten gewünscht habt. Honoch von Augsburg, aber ich glaube, den haben wir auch schon länger drin. Den können wir doch eigentlich gleich mal scouten, Mensch. Wenn wir die hier schon drin haben, dann können wir die doch auch mal scouten, oder nicht? Was meint ihr? Was meint ihr? Dragovic, der wird schon gescoutet und den Rest, glaube ich, habe ich soweit auch eingestellt. Das müsste einigermaßen passen. Auch nochmal eine kleine Sache bezüglich dem Update. Wir haben jetzt heute die Partie gegen die Bayern. Dann werden wir wahrscheinlich bis zum 31. Dezember, also Ende 2018, simulieren. Die 1,5 Wochen knapp. Und dann werden wir im nächsten Part hier reinstarten. Ne? Ich weiß noch nicht, ob ich dann einen großen Part mache, wo wir wirklich komplett in Januar angehen. Heißt, der vielleicht mal eine Stunde oder so geht, muss ich mal schauen, je nachdem, wie es zeitlich auch klappt, um dann, wie gesagt, bis hierhin zu simulieren, also zu simulieren nicht, sondern das Ganze anzugehen, oder ob wir halt bis zum Stuttgart-Spiel die Transfers angehen und dann den Stuttgart-Part nochmal einen extra Part machen, was vielleicht auch gar nicht so ungeschickt wäre, weil dann könnten wir nochmal, oder kann ich nochmal in den Tag nach Stuttgart, wo noch der Transfermarkt geöffnet ist, nochmal auf die Kommentare der ersten Folge sozusagen bezüglich den Transfers eingehen. Muss ich mal schauen, weiß ich noch nicht, wie wir es machen, sehen wir dann. Genau. Glaub, mehr wollte ich gar nicht zum Start sagen. Wenn es euch heute wieder gefällt, lasst natürlich sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Vielleicht schaffen wir wieder die 1500 Likes. Wenn ihr mehr essen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Und checkt natürlich auch sehr, sehr gerne mal die Links in der Beschreibung, der Merchandise-Shop und was da nicht so alles drin steht in der Beschreibung. In dem Sinne, wir müssen noch ein bisschen durchwechseln. Vorne mit Dausch, links mit Kurt, auf der 6 Klotz, der in der guten Form ist. Dahoud auf 10 Schöpfen muss bleiben, aber der wird auch froh sein, wenn er dann endlich mal eine Pause hat. Rechts Touré, links Dolian und in der Verteidigung, glaube ich, bleibe ich bei Zulu Hoffmann. Gegen die Bayern, auch wenn die nicht ganz so fit sind. Ja, wird schwierig, aber müssen wir durch. Ich glaube, das ist die sinnvollste Sache, wenn wir das Ganze so angehen. Dementsprechend werden wir das probieren. Wir sind auswärts in der Allianz Arena zu Gast. Wie gesagt, ganz, ganz kurz und schnell zusammengefasst, Unentschieden oder Sieg der Bayern heißt, Bayern ist Herbstmeister am 21. Dezember. Sieg für Darmstadt heißt, Darmstadt ist Herbstmeister. Das sind die 2 Optionen und wer nochmal so ein bisschen die Tabelle im Hinterkopf hat, der weiß, wir stehen aktuell bei 36 Punkten. Jetzt einfach mal angenommen, egal was das für Auswirkungen auf die Tabelle hat und so, nur einfach mal der Punktezahl halber. Wir gewinnen das gegen die Bayern. Wir hätten 39 Punkte nach gerade mal der Hälfte einer Saison. Das ist ein unfassbar guter Wert, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, selbst wenn wir verlieren sollten, auch 36 Punkte sind richtig, richtig stark. Dementsprechend bin ich da auch sehr zufrieden. Und da können wir uns dann auch auf die Rückrunde freuen. Aber zunächst mal, bevor es in den Urlaub geht für den einen oder anderen, wie gesagt, ein Highlight, das ansteht, auswärts in München. Wir gucken mal rein, die Bayern mit Benzema, Müller, Ribéry, Vidal, Robben, Rode, Heuberg, Benatia, Badstuber, Marlon und Starkem. Kasten, also auf der Torhüter-Position hat man sich immer noch nicht verstärkt. Neuer, der nicht mehr mit am Start ist und auch sonst, naja, einen Tom Starke eben,
der das Ganze reißen wird. Also ich glaube, das sind wir sogar mit Tüton besser aufgestellt aktuell. Gar keine Frage, Tüton ja letztes Jahr der Keeper der Bundesliga-Saison mit den wenigsten Gegentreffern, beziehungsweise mit den meisten Spielen, die er zu Null gespielt hat. Bei uns tut sich auch ein bisschen was, ihr habt es mitbekommen. Kurt drin, Dausch drin, Klotz wieder mit drin, Dahoud wieder mit drin. Auf links- und rechts Verteidigerpositionen haben wir auch nochmal getauscht. Dementsprechend große Rotation im großen Münchner, in der großen Münchner Kloschüssel, wenn man so will, Freunde. In der Allianz Arena gehen wir es an, die Bayern gegen Darmstadt. Ich habe es anfangs angesprochen. So ein bisschen unser Lieblingsgegner ist völlig übertrieben, aber wir tun uns gegen große Gegner meistens ein bisschen leichter. Dadurch, dass eben der Gegner auch mitspielt, als gegen Mannschaften, die sich eher hinten reinstellen. Das ist etwas, was wir in dieser Karriere bislang des häufigeren mal feststellen durften. Die Bayern kommen aber gleich mal über Ribéry. Flanke ist gut. Und dann ist es nicht passiert. Da will er ansetzen, der Benzema. Und dann gibt es nochmal den Schuss. Hätte man vielleicht auch ein bisschen einfacher ins leere Tor schieben können. Riesenmöglichkeit für die Bayern nach gerade mal 5 Minuten. Ribéry, Ball kommt rein. Tüton ist da. Dausch kann klären. Also die haben sich hier was vorgenommen, die Münchner. Guter Start in dieser Partie. Treffsicherster Verein, 16 Spiele, 29 Tore, heißt fast 2 Tore pro Spiel, die Bayern im Schnitt erzielen. Das ist, denke ich, ein relativ sehr, sehr guter Wert. Weiß da gar nicht, wo wir aktuell stehen. Und wir kommen jetzt hoffentlich ein bisschen hier langsam rein in diese Partie. Noel Klotz, guter Ball nach unten. Sinan Kurt macht das eigentlich stark. Bleibt dann leider erstmal hängen. Die Bayern wieder in Ballbesitz nach vorne, geht aktuell leider noch gar nichts. Rode, Ribéry, da ist wieder Rode, da ist Benatia, wechselt ja, glaube ich, in echt mittlerweile fix zu Juve. Grätsche kommt nicht auf, Mann, und die Bayern kommen wieder über Thomas Müller. Gut dazwischen von Touré. Wir werden es jetzt erstmal versuchen, ein bisschen zu beruhigen. Das ist mir ein bisschen zu viel Hektik, die da am Anfang in dieser Partie drin ist. Der Ball war allerdings da natürlich absolut nicht hingewollt. Absolut nicht hingewollt. Robben setzt sich durch, das wäre jetzt so bitter. Robben. Ran den Körper, gut gemacht. Das ist kein Elfmeter, nein. Das ist nur der Körper reingestellt. Meiner Meinung nach kein Elfmeter. Zumindest aus dem ersten Blick. Wir gucken uns nochmal die Wiederholung an. Boah, also... schwierige Entscheidung. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Jetzt war noch so ein bisschen die Sicht verdeckt. Ich weiß nicht, ob man den pfeifen muss. Wir stellen nur den Körper rein. Klar gehen wir nicht unbedingt nur auf den Ball, aber das ist halt einfach ein Duell. Und dann ist Tüter nicht da. Der Elferkiller aus dem letzten Part. Schade. Stellen da einfach Körper an Körper. Robben ist halt einfach ein bisschen schwächer, was den Körperbau angeht, als unser Außenverteidiger. Deswegen fällt er hin. Aber ob man den pfeifen muss, ich weiß es nicht. Die Bayern führen auf jeden Fall. Müller macht das Tor. Tüton im richtigen Eck erahnt das Ganze. Wie gesagt, gegen Mainz hat er auch schon ganz gut den einen oder anderen gehalten, beziehungsweise zum Teil auch Glück gehabt mit der Latte, blablabla. Aber da kommt er leider nicht hin. 1-0 hinten, nichtsdestotrotz, egal ob der Elfer verdient war oder jetzt nicht, es geht auf jeden Fall in Ordnung. Die Bayern machen viel mehr fürs Spiel. Und wir finden, wie angesprochen, offensiv aber sowas von noch gar nicht statt. Und das ist ein Problem. Tolian, guter Ball. Schöpf, da ist Dausch. Ganz oben, schau mal, der ist nicht gut. Rode dazwischen. Da stimmt heute irgendwas nicht bei uns, was die Mannschaftsleistung angeht. Irgendwas passt nicht. Im Vergleich zu den Spielen, die wir vorher hatten, ist das viel zu wenig. 2-0 Vidal. Viele dumme Fehler, viele Stellungsfehler, die wir auch machen, ne? Wo einfach nichts zusammenkommt. Unfassbar. Das sind sich Tüton und Sulu nicht einig und dann macht halt Vidal das ganz locker. 20 Minuten 2-0, also bislang eine der schlechtesten Saisonleistungen. Ich glaube, wir waren kein einziges Mal im gegnerischen 16er. Und hinten, wie gesagt, viele dumme Fehler, viele Stellungsfehler, die wir haben, wo absolut nichts passt. Dahoud. Ja, gut dabei. Come on, ein bisschen zusammenreißen. Also wenn wir so weiterspielen, dann verlieren wir das am Ende 5-6-0. Gebe ich euch Brief und Siegel. Das ist gar nichts. Tolian. Schöner Ball. Gut gespielt. Dausch versucht durchzukommen, schafft er nicht ganz. Und die Bayern können wieder kontern. Kommen über Benzema, Ribéry, der dann nochmal vorbeikommt. Und das Ganze erstmal ruhig macht. 25 Minuten rum. Mann. Das haben wir uns ganz anders vorgestellt hier, Leute. Marlon. Auf Rode. Rode, gut gemacht von Alessandro Schöpf, der Ex-Klubberer. Der hat hier natürlich Bock und dann legt er... Och, Jungs, es ist genau das beschreibt unser Spiel gut. Genau sowas beschreibt unser Spiel sehr gut. Wir fighten, beißen, alles schön und gut, aber das klappt so nicht in der Art und Weise, wie wir das angehen wollen gegen die Bayern. Aber auch nicht gegen andere Vereine. Müssen wir auch ehrlich sein. Klotz, schöner Ball, macht das Ganze jetzt mal breit. Tolian zieht wieder Klotz. Klotz will den durchstecken, aber Dausch, der erstens nicht läuft und der Ball, der zweitens auch so gar nicht gekommen wäre. Die Bayern... sieht so ein bisschen aber danach aus, als würden die sich ein klein wenig hier zurückziehen. Dahoud, oh, fast zu weit angenommen. Schöpf, kommt auch nicht ganz durch, Heuberg.
Wieder dazwischen. Robin, zurückgelegt. Stark rausgespielt. Wir müssen ein bisschen mehr pressen. Bernhard hier. Aber nicht so. Ihr müsst halt ein bisschen mit tun, Jungs. Das ist auch wieder das Thema Stellungsspiel. Wobei das ja immer so ist in FIFA. Wenn du vorne dann den zweiten Mann... Was sind das für Bälle? Wenn du den zweiten Mann drauf holst zum Draufschieben. Dass das eigentlich nie klappt, wenn der Torwart am Ball ist. Weil die dann ein bisschen zu dumm sind. Mann, Mann, Mann. Also, es stimmt. Es fehlt an vielem. Es fehlt heute verdammt nochmal an vielem. Klotz wieder. Braucht viel zu lang. Das sind Situationen, die wir in den letzten Spielen so gar nicht hatten. Ich weiß nicht, woran es liegt. Jungs, sag mal. Woran liegt das? Kann mir das mal einer sagen? Das waren jetzt drei Aktionen in Folge, die komplett einfach nur dumm sind. Weil wir im Kopf viel zu langsam sind. Ich meine, ich kann schlecht den Kopf der Spiel auch noch steuern. Das hat in den Folgen zuvor normal geklappt. Die spielen den Ball in einer einigermaßen normalen Geschwindigkeit. Und jetzt lassen wir uns Zeit, als wäre das irgendeine Freizeitveranstaltung. Keine Ahnung, woran es liegt. Vor allem auch noch bei den Außenspielern, die fit sind. Es liegt ja nicht mal daran. Es ist unfassbar. 3-0. Wir haben keinen Auftrag heute. Wir haben keinen Auftrag. Wir sind nicht da. Das ist unfassbar. Also so hat man es noch nie erlebt, meiner Meinung nach. Ich meine, ich mache nicht mein bestes Spiel, um Gottes Willen. Ich will mich da nicht rausnehmen. Aber was wir an Fehlern hinten machen, was Stellungsspiel, was Passspiel, was Annahmen, was Mitspielen angeht, das ist unglaublich. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an, das ist Wahnsinn. Da waren jetzt wieder 3-4 Bälle in Folge einfach mal nicht gut. Zu kurz, obwohl man die spielen kann. Heieieiei, also das ist, glaube ich, die schlechteste Halbzeit, die wir in der Saison aktuell gespielt haben. Müller, Benzema. So, mein Körper rein, mal so einen Zweikampf gewinnen, bitte. Danke, Hofmann, gut gemacht. Touré, Hofmann. Ja, das ist jetzt mal Fußball. Klotz, gut. Schöpf, schönes Ding. Der Hut stellt schön den Körper rein, macht das stark. Nimmt wieder den Mitspieler mit. Come on, vielleicht geht ja doch noch was heute hier. Vielleicht wird die zweite Halbzeit dann umso besser. Der Hut braucht wieder zu lang. Also mir geht's in den Kopf rein, was heute los ist. Dieses schnelle Spiel nach vorne, das uns eigentlich immer auszeichnet. Wir kriegen es heute nicht gebacken, weil einfach die Pässe sowas von nicht kommen. Beziehungsweise wir schon viel zu lang brauchen, um den Ball anzunehmen. 3-0. Nach 45 Minuten in München. Absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Krass. Und das in einer aktuell eigentlich guten Verfassung, in der wir uns befinden. Komplett, als hätten wir die letzten 5-6 Spiele alle verloren. So fühlt sich das gerade an. Der nächste Ball, der nicht ankommt. So fühlt sich unsere Mannschaft an. Starke. Bernatia. 47. Komm mal, ein bisschen Druck machen. Vielleicht ein Tor erzielen. Und dadurch wieder so ein bisschen mehr reinkommen. Lasst uns doch einigermaßen das Jahr würdig zu Ende bringen. So ist das nix, Heuberg. Marlon. Kommen wir hin, aber ich glaube, das war ein Foul von Klotz. War es nicht mal doch. Jetzt pfeift der Schiri. Mann. Heuberg. Drauf da. Come on, Jungs. Geh mal ein bisschen auf Offensiver jetzt. Die beiden, die das gut machen, die den Ball da schön laufen lassen. Wir kommen null hin. Schaut euch mal an. Jeder, egal wo der Ball hinkommt, wir stehen mindestens 3 Meter weg. Mindestens 3 Meter weg vom gegnerischen Mann. Wenn nicht sogar 5. Und so kannst du kein Spiel gewinnen, beziehungsweise so kannst du keinen Ball gewinnen. So, komm, jetzt mal anschieben. Schöpf, Spiel in die Mitte, guter Ball. Eins weiter nach oben, Klotz, jawohl. Und jetzt anschieben, jetzt haben wir mal zumindest ein klein wenig Platz. Tolian zieht vorbei an Robin, immer noch Tolian. Sucht einen Mitspieler, findet ihn, aber das ist dann nicht gut gemacht von Alessandro Schöpf. Wir müssen nochmal langsam reingehen und wechseln, wobei es auch das letzte Spiel ist. Also wir können nochmal die Jungs verausgaben. Nächstes dummes Foul. Mann. Aber Schöpf muss trotzdem raus, hat er keinen Wert, wenn wir den so spielen lassen. Lassen wir mal den jungen Orban ein bisschen ran. Lassen wir mal den jungen Orban ein bisschen ran. Eieiei. Komm schon, weg damit. Gutes Ding. Draufsteigen. Sinan Kurt verliert auch den gegen Robben. Und wir kommen mal wieder nicht in den Zweikampf. Wir kommen mal wieder nicht ins... Also heute das Spiel, wir können es abhaken. Wir können es an der Stelle halbe Stunde vor Schluss eigentlich schon fast abhaken. Es klappt gar nichts. Noch keinen einzigen Schuss, nichts, wenn hier irgendwas noch passieren soll. Und das meine ich nicht mal im Sinne von, dass wir einen Unentschieden holen. Um Gottes Willen, davon sind wir meilenweit entfernt. Aber auch, dass wir überhaupt ein Tor erzielen wollen. Dann sind die Bayern einfach selbst schuld und dann müssen die Bayern einen dicken Patzer machen. Schaut euch das mal an. Alles andere ist heute utopisch. Wieder mal zu lange gebraucht. Zum gefühlt 100. Mal in dieser Partie. Müller. Rode. Immer noch Rode. Gut dazwischen. Der Hut. Touré sucht irgendwo mal einen Mitspieler. Gut gespielt. Komm mal, Sulu. Ab nach vorne das Ding. Schöner Ball. Kurt. Gut gespielt. Dausch.
Orban, jawohl, jetzt muss mal einer die Lücke gehen, beziehungsweise die Linie lang gehen. Das ist gut gespielt. Nikolai Müller zieht vorbei. Müller, guter, der schlechter Ball. Spiel den doch vernünftig, Mensch. Ich werd verrückt. Was ist heute los, sag mal? Haben die uns irgendwo gedopt, was ins Essen gemischt? Das gibt's doch nicht. Erinnert euch den Ball gegen Fenerbahce, der wäre zu 100% durchgekommen. Und dann wären wir alleine vom Tor. Als will ich da den anderen Spieler von mir anspielen? Natürlich nicht. Deswegen drücke ich auch länger drauf zum Passen. Meine Fresse, heute ist der Wurm drin. Das ist unfassbar. Touré, Ribéry, Abschluss zumindest. 20 Minuten noch. Wir wechseln mal noch die letzten beiden Spieler aus. Dahoud, Jungwirth und Sulo nehme ich raus. Bring nochmal Jung. Kriegt nochmal ein paar Minütchen zum Spielen in dieser Partie. Also das ist... Bin ich froh, dass das Spiel gleich rum ist. Also das war gar nichts. Fabregas drin für Højbjerg nochmal. Natürlich auch eine starke Qualität, die Bayern da haben, um so nochmal wechseln zu können. Nicht schlecht. So, Klotz. Steigt nochmal drauf. Laufweg hätte meiner Meinung nach nicht ganz gepasst. Jungwirth. Starke Jungwirth. Das gibt's nicht. Und dann fehlt auch das nötige Quäntchen Glück. Aber ganz ehrlich, das hätten wir uns auch nicht verdient heute. Dass wir hier ein Tor machen. Das haben wir uns absolut nicht verdient. Benzema, Müller. Rode wieder über die Seite. Ribéry, Müller. Komm da mal ran, Mensch. Wieder stehen wir zu weit weg vom Gegner. Özil. Kann den auch nochmal spielen. Fabregas, Özil. Die Bayern in einer ganz anderen Liga. Und jetzt gibt's das... Oh, Donny, das 4-0. Wenn Rode da abschließt, steht's 4-0. Robben. Gut geklärt. Jung. Schöner Ball nach vorne. Jetzt haben wir vielleicht nochmal Platz anzuschieben. Nikolai Müller. Gut gespielt. Jetzt komm, mach das Tor. Jung wird im perfekten Moment. Und Klotz muss den jetzt machen. Er macht ihn natürlich auch nicht. Weil er den Ball schon beim ersten Mal schlecht annimmt. Oh, Jungs. Ich könnte hier richtig ausflippen. Meine Fresse. Guter Ball. Komm mal, Jung. Komm mal nicht hin. Und den gewinnen wir auch nicht, den zweiten Ball. V. Palla am Ball. Bayern kann kontern mit der Chance zum 4-0 jetzt. Rode. Gut, Touré, das war mal... Das ist kein Foul, Schiri. Das ist kein Foul. Meine Fresse. Das ist einfach nur der Ball erobert. Nichts anderes. Benatia, Rode. Komm, schieb drauf, Jungs. Wir stehen schon auf Offensiv. Wir stehen mit drei Mann um den Spieler rum und können trotzdem den Ball nicht erobern. Ribéry. Özil. Und es muss ja nicht in jeder Situation sein, dass wir den kriegen. Aber wir haben es jetzt halt innerhalb von 87 Minuten probiert. Und haben, glaube ich, keinen einzigen Ball im Mittelfeld erobert. Ribéry. Keinen einzigen Ball erobert, wo wir mal schnell umschalten können. Und das ist halt unser Spiel. Schnell nach vorne kommen. Aber das kriegen wir nicht hin. Weil es da absolut fehlt. Jung. Jung wird. Komm mal. Und vielleicht ein Tor. Vielleicht der Anschluss zumindest. Oh, bei solchen Pässen, Jungs, da kriege ich das Kotzen. Das ist doch nicht normal heute. Also ich weiß ja nicht, was los ist. Gibt's denn das? Der erste Ball schlecht, der zweite ein Pass über 3 Meter, den man nur ganz leicht spielen müsste. Wollen wir wieder den schweren spielen? Ich verstehe es nicht. Ich spiele nicht anders wie die 2, 3 Spiele davor. Aber es klappt einfach gar nichts. Und das liegt nicht daran, dass die Bayern gut spielen. Das will ich ja gar nicht sagen, dass die irgendwie heute ein schlechtes Spiel machen. Aber die müssen gegen uns gar nichts aufbieten, ne? Und gewinnen hier lockerlässig gleich 4-0. Weil bei uns nichts funktioniert. Nichts. Der Wahnsinn. Wir verlieren mit 3-0. Schluss aus dabei. Wir können das ganz schnell abhaken. Ich glaube, 1, 2 Schüsse hatten wir sogar am Ende. Die Bayern, wie gesagt, die haben einfach das Nötige getan. Die Bayern wahrscheinlich mit einer Note 4, weil die auch einfach fast nichts gemacht haben. Aber wir stehen uns selbst im Weg und schaffen gar nichts. Wir haben eine Note 7 gefühlt. Unfassbar. Mann. Gott sei Dank ist das Match rum. Schlechteste Saisonleistung bis dato, die wir gezeigt haben. Gott sei Dank, und dann ist das ist das Gute. Ich meine, auf der anderen Seite wollen wir natürlich oben weiterhin mitspielen. Dementsprechend ist es bitter, aber es ist halt gegen eine Mannschaft, wo du so und so mehr oder weniger eine Niederlage eher eingerechnet hast, außer als in München. Das wahrscheinlich schwierigste Spiel. Dementsprechend, ja, passt, aber die Art und Weise hat mir überhaupt nicht gefallen. Coman, eine 71. Der hat sich gar nicht entwickelt. Also den könnte man sich durchaus holen. Aktuell ist aus Frankreich, Scoutbericht verfügbar. Da guckt man natürlich nochmal rein. Schauen wir erstmal die, die etwas fortgeschritten sind. Ach, die haben halt leider alle ein bisschen schlechte Start-Ratings. Dementsprechend verspreche ich mir da schon... 29 bis 41. Ach du Heiliger. Aber das sieht gut aus. Das passt, okay. Lassen wir mal soweit drin. Abschlussbericht an Toni Rüdiger, da bin ich jetzt sehr gespannt. Ne, 78. Boah, der wäre verdammt stark, Mann. Rüdiger wäre ein Biest.
wenn wir uns den holen könnten. Also wenn wir uns Rüdiger für die Verteidigung nochmal holen können, das wäre ein absolutes Biest als Ersatz für Sulu, wobei mir Sulu noch ganz gut taugt, aber er wird halt auch nicht mehr jünger. Hoffmann daneben, Hoffmann, Rüdiger, Coman sag ich schon, Hoffmann, Rüdiger, Touré und auf links, lass mich mal gucken, nicht Holland, sondern, wer ist der gute Mann? Toljan, jetzt haben wir ihn. Das wäre halt stark, im Tor Tüton. Und dann bräuchten wir noch im rechten Mittelfeld einen und Kurt, der uns halt verlässt, da müssen wir dann auch überlegen, wie wir das angehen. Aber hinten, Rüdiger wäre halt schon verdammt stark. Jetzt lasst uns nochmal schauen, läuft da zufällig der Vertrag aus? Also wenn der jetzt dann ausläuft, der Vertrag, Jungs, dann holen wir uns den sicher für die nächste Saison. Leider nicht. Leider nicht. Okay, das ist bitter. Aber was willst du machen? Ist trotzdem in Ordnung und trotzdem unfassbar stark, den wir uns da vielleicht gönnen können, wollen, sollten. Ich weiß es nicht. Werden wir dann sehen. Wir gehen jetzt nochmal die Tage voran. Wie gesagt, bis zum 31. Nationaltrainer-Offerte Kolumbien lehnen wir natürlich mal ab. Aktuell ist aus der Schweiz, interessiert uns nicht. Das interessiert uns nicht. Danke, Chef. Danke, danke. Gerne, gerne, gerne. Und in dem Sinne gehen wir noch die 2 Tage voran. Und dann war es das erstmal soweit. So, Simulation wird gestoppt. Wir sind, denke ich, genau am 1. Machen nochmal eben schnell das Training. Und dann gibt es im nächsten Part ein bisschen Transfer-Talk. Schreibt mir, wie gesagt, gerne nochmal in die Kommentare, welche Spieler wir uns holen sollen. Bin ich wie immer offen. Und Touré und Dausch gehen nur auf eine 75. Sehr geil. Das freut uns. Das ist sehr gut. Vor allem Touré wird sich, glaube ich, noch megamäßig entwickeln. Ich meine, Dausch auch, aber auch Touré. Da haben wir nicht ganz so immer auf dem Schirm. Monatsbericht Jugendmannschaft. 91 bis 94, der Kerl wird eine Granate, gehe ich davon aus. Julio Cesar, 57er Rating, mal schauen, ob das noch klappt. Genauso bei Manolo Reyna, aber der ist schon 18. Den müssen wir ja eigentlich freigeben, der ist schon 18, WTF. Und hat eine, was hatte der, eine 56? Zack, 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 das können wir nochmal löschen. Jetzt schauen wir mal, ob jemand noch mehr Gehalt will. Nein, Concesao will verliehen werden. Nö, Jung und Wembacher möchte verliehen werden. Das sind auch nochmal die Optionen, wie wir das Ganze da angehen. Dadurch, dass wir die beiden haben. Wir können natürlich auch sagen, wir versuchen vielleicht einen Jung und einen Wembacher zu verkaufen und versuchen uns dann Rüdiger zu holen. Dann hätten wir Rüdiger, Hoffmann, Sulu, Matip aktuell. Ich werde sie, glaube ich, mal auf die Transferliste beides setzen. Und dann werden wir mal schauen, ob da Angebote reinkommen. Also, wenn ich die zwei loswerden würde, sagen wir mal für insgesamt knapp 2 Millionen sowas, 1,5, 2 Millionen, und dann uns Rüdiger für vielleicht 8 oder so holen könnte, das wäre überragend. Wenn wir das hinkriegen, dann wäre ich mega zufrieden. Das wäre ein super Deal. Damit wären wir defensiv unfassbar stark aufgestellt. Auch so ein bisschen schon für die Zukunft. Würde ich mich freuen. In dem Sinne, Jungs, war's das für heute. Leider Gottes verloren gegen die Bayern. Bittere Niederlage. Es hat irgendwie heute alles nicht gepasst. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Lasst mir in den Kommentaren nochmal Feedback da bezüglich den Transfers und auch den, ja, Transfers im Sinne von Einkäufen und Verkäufen. Und in dem Sinne würde ich sagen, war's das für heute. Habt einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende. Ich bin raus. Macht's gut. Bis dahin. Euer Badeschlappen. Servus.